So, Freunde des gepflegten Headshots und der schicken RP-Actions. Ich habe schon gesehen, da sind einige, die viel Hoffnung in vor allem so Kenny Essence und sowas legen. Ja, wir kommen zurück zu The Inferno. Wir kommen zurück zu Envy aus Astralis. Zweite Runde und die Knife Round ging an die Dänen. Die durften sich also die Seite aussuchen. Nicht unbedingt gute Bedingungen für die Franzosen. Aber lasst uns mal überraschen. Traditionell ist Envias eigentlich eine Mannschaft, die sehr gerne Inferno spielt und auch sehr gut darauf ist. Ich glaube, was der First Round Push Richtung B bringt, möglichst explosiv dem Gegner entgegenrennen, damit er seine Smokes und was auch immer er als Granaten zur Verfügung hätte, da gar nicht mehr einsetzen kann. Kerrigan wird umlaufen, da geht er down. Devil hat den extra langen Weg gewählt, aber das war richtig. Er musste da eine Seite aufmachen. Und für die Weiß keine Chance. Schöne Pistol Round von Team Envias. Ja, wie gesagt, traditionell immer eine gute Map für die Franzosen, aber ich befürchte, die Spielstärke oder der Unterschied in der Spielstärke zwischen diesen beiden Teams ist wahrscheinlich zu groß, als dass wir hier Envias als Favoriten ansehen dürften. Nichtsdestotrotz können wir ihnen vielleicht auch ein paar Chancen mehr einrechnen. Denn wie gesagt, so schlecht fand ich sie eben auf Terrain eigentlich nicht. Nur Astralis war wieder verdammt gut. Gerade auf der T-Seite. Cypex auch ohne große Chance. Da rennen ihm die SMGs entgegen. Und hier bei dem vielen Nahkampf auf Inferno, da darf man schon auch mal eine SMG mehr spielen. Was allerdings Envias natürlich auch schon auf Train gemacht hat, wo man viel Fernkampf hat. Also das scheint generell ihre Strategie für die zweite Runde zu sein, wenn man die erste gewonnen hat. Wir verabschieden uns von Happy. Auf jeden Fall bleiben beiden verbleibenden Envias-Spieler, Astralis-Spieler. Ist es wahrscheinlich nicht mehr groß möglich, hier noch Spieler zu picken. Auch die Franzosen halten sich ja noch Death, wenn noch Dupree noch einen Blick rumwirft. Er ist auch ganz zufrieden, dass er hier seine Waffe durchbekommt. Mit der CZ und der Rüstung kann er vielleicht in der nächsten Runde noch ein bisschen mehr anrichten. Für die dritte Runde haben sich Envias entschieden, die Mitte schnell anzuspielen und dann Richtung lang. Dann läuft man gut in die Falle. Unter Umständen könnte das teuer werden. Aber bisher haben sie ganz gut die Oberhand behalten. Agent B noch, mit dem sollte eigentlich keiner rechnen. Aber Kenny S kann ihn sich trotzdem schnappen. 3 zu 0 und das mit 4 Mann, die die Runde überlebt haben. Natürlich muss man aufgrund der vielen SMGs dann auch nochmal eine Waffe nachkaufen. Das ist klar. Aber das ist ja Geld, was man vielleicht dann in den Runden davor gespart hat. Also sollte man hier halbwegs Geld zurückgelegt haben. Envias hat 5600 zweimal, einmal 7000. Devil und Happy sind ein bisschen schwach dabei, aber den könnte man zur Not legen. Also dürfte die nächste Runde im 2-2 kein Problem sein, sollte man jetzt hier die Anschlussrunde verlieren. Durch Richtung B. Gleich wieder Druck machen. Envias verliert zwei Spieler an Kerrigan. Das hat die Situation ein bisschen zum Kippen gebracht. Happy ist wieder alleine. Das kennen wir von ihm. Er spielt diese Backstepper-Position sehr gerne. Kann sich auch Dupree schnappen. Das war der Verschieber. Das Problem ist, dass Cajun B hier sicherlich unentdeckt ist. Kenny down. Und auch Happy fällt. Also, dass Cajun da so spät noch im Haus ist, das kann natürlich auch bei Envias nicht wirklich geahnt werden. Und deswegen ist das logisch fast schon, dass man da innen reinläuft.
Also die erste City-Runde direkt auf das Konto von Astralis. Also falls ihr euch fragt, was mit den GoTV-Lags passiert ist. Gefixt habe ich es nicht wirklich bekommen, aber ich habe die Rate ein bisschen runtergestellt und das scheint zumindest geholfen zu haben. Müssen wir mal im Auge behalten, ob es da wieder größere Lags dann gibt. Wir sehen typisches Inferno. Abwarten über die Mitte. Man smoked als CT so lange wie möglich ab, um den Gegner dort einfach zurückzuhalten. Und da hat man eine kleine Lücke gelassen. Device, aber sicher. Die Gegenflash, der hat man nicht mal abgewartet. Der läuft einfach rum und predicted ihn über den Haufen. Super gemacht. Da wollte die AWP extra nochmal anziehen. Vielleicht hat es gereicht, um ihn ein bisschen zu irritieren. Gajin klickt auch schon, damit er nicht unnötig ins Recall kommt. Und die Priest-Position hier, die ist ein bisschen problematisch. Schon von Happy gepickt. Aber währenddessen kann Kerrigan schon auf den Spot draufschieben. 2 gegen 1, entscheidet sich durch zu pushen. Und der Überraschungseffekt hat ihm da geholfen. Anschlussrunde für Astralis. Und bei Envy sieht das Geld ein bisschen knapp aus. Also werden wir sie wohl jetzt in der Eco wiedersehen. Jetzt gibt es den Offensiv-Push und wir sehen es schon. Da lässt man Envias überhaupt keine Chance und die haben sich entschieden, der Tatsache noch mal ein bisschen was in ein bisschen was zu investieren. Die eine AK immerhin, aber da war nichts zu machen. Nochmal der Offensiv-Push, ganz interessant. Das könnte unter Umständen ein bisschen mehr Spieler gekostet haben. Envias ist dann mehr oder weniger durch Richtung B. Ob sie von ihrem Glück wissen, dass der B-Spot frei ist, es sieht stark danach aus. Und damit hatte man wohl nicht gerechnet, dass da Tatsache nochmal Tech-9s und ähnliches unterwegs sind. Schöner Spray. Und jetzt hier in dieser Partie, jetzt hat sich Devil als sehr, sehr wertvoller Spieler erwiesen, schon in den ersten Runden. Und der Weiß könnte natürlich sich überlegen, an die Bombe ranzugehen. Oh, das könnte funktionieren, aber er wird rechtzeitig gefunden. Schade, schöner Versuch. Also, der Gedanke war ganz klar. Man wirft die Smoke und bleibt in Deckung. Und dieses Smoke-Geräusch kann halt unter Umständen den Diffuse-Sound übertönen. Das heißt, Envias muss davon ausgehen, dass er vielleicht an der Bombe sitzt. Das hat abgewartet, bis die Munition alle ist. Dann ist er mit der Flash in die Smoke rein, hat noch eine zweite nachgeflasht in der Hoffnung, dass er sie lange genug beschäftigen kann. Sehr, sehr schöner Ninja-Versuch. Aber Envias hat es dennoch hinbekommen, ihn davon abzuhalten. Er hat natürlich diesen Offensiv-Push gespielt, in der Weise voraus, dass man jetzt nochmal nachkaufen kann. Kerrigan bleibt relativ nicht dran mit seiner Farmers, damit er den Waffennachteil, den er da eventuell hat, nicht so hart zu spüren bekommt. Die Farmers macht ab einer gewissen Distanz halt nicht mehr mit 2 Schuss den Kill. Also Headshot und Hit reicht da nicht immer. Aber wenn man dicht genug dran ist, dann geht das.
Device gibt die Kontrolle über die Banane erstmal auf, smokt sich ab, lässt seinen Mate das Feld übernehmen. Wichtig ist auf Inferno, dass man die AWP flexibel einsetzt, dass man dem Gegner die Information vorenthält, wo die AWP ist. Dann ist jeder Map wichtig, aber gerade auf Inferno extrem. Denn wenn man die Positions- oder die Information über die Position hat, dann kann man die AWP da ganz gut entgegenspielen. Cajun hat sich hier oben noch zurückgehalten. Und das könnte interessant werden, denn er hat die Position, um den Spot hier noch im Blick zu haben. Das ist ein Safe-Kill. Und es geht nur noch an Devil. Und er kann natürlich auch nichts mehr machen, wenn er schon eingekreist ist. Ausgleich für Astralis, 4 zu 4. Und Envias wird durch die gelegte Bombe sich überlegen können zu kaufen. Gerade hier tut es eine Tech-9 in den meisten Fällen auch. Also gehe ich stark davon aus, dass die Franzosen jetzt nochmal nachkaufen. Auch gerade in Hinsicht darauf, dass man Astralis da kein Geldpolster gelassen hat. Das heißt, man sollte sie mit einer gewonnenen Runde nochmal in die Eco schicken können. Also absolut verständlich, dass sie jetzt hier nochmal kaufen. Und interessant zu sehen ist schon mal, dass es gerade so ein relativ offensives Spiel spielt. Also zwei Spieler hier auch wieder im Teppichgang drin. Ein kleines Mal, um ein bisschen Informationen zu bekommen. Apex. Da sehen wir die Stärke der Tech-9. Einfach dem Gegner ins Gesicht rennen, als erster durchgeht. Und Kerrigan hat nichtsdestotrotz eine Menge Schaden gemacht. Und das könnte vielleicht helfen dann beim Retake. Aber darauf wird es auf jeden Fall ankommen. Das Problem ist, dass Envy erst noch so viel Equipment hat, dass sie durchaus noch ein zweites Mal nachsmoken können. Wenn Happy da jetzt zum Beispiel kommt, kann er sich die CD-Base nochmal annehmen. Gut, ein bisschen anders. Happy laggt. Das ist aber nur Happy jetzt. Schön platzierter Molotov. Jagt Y raus. Aber MBK geht in die Offensive und sprayt einfach drei Leute weg. Die Runde ist durch. Und Envias freut sich über die kleine Führung. Und jetzt ist genau dieses Szenario eingetreten. Astralis kauft nicht mehr nach. Bei dem Haus festgenagelt. Da ist nichts mehr zu machen. Hier fällt gerade ein Befehl ein, den ich noch vergessen habe, den man durchaus noch machen kann, wenn wir hier so eine hohe Auflösung drin haben. Und für die Weiß beginnt der lange Kampf um die gesavte AK. Das wird eine Möglichkeit sein. Apex steht hinten im Sandkasten. Das müssen wir mal im Auge behalten. Also bisher sieht das für Envias hier schon ziemlich gut aus. Die Map ist auch ganz klar etwas leichter für die CDs zu spielen.
Das heißt nicht, dass man viele oder dass man mehr zählte Runden erwarten muss in jeder Situation. Aber zumindest bedeutet das, dass er mit mehr T-Runden schon mal nicht so schlecht dasteht. Ich denke, die Stärke von Astralis wird auch dann auf der T-Seite wieder ein bisschen zu finden sein. Also die Franzosen werden versuchen müssen, jede Runde mitzunehmen, die sie hier kriegen können. Das soll Richtung A gehen, aber die gute gegen Smoke, die macht es irgendwie erst extrem schwer. Devil geht als erste raus, fast nicht ein Herz, aber da wird er unsanft gestoppt von Cage und Cypex. B hinter der Smoke verschießt, ganz bitter. Und damit ist die Runde vorbei. Oh je, da wird er sich sicherlich in den Hintern beißen. 5 zu 6. Nichtsdestotrotz können die Franzosen hier nochmal nachkaufen. Das sollte auch verständlich sein, warum man das hier tut. Denn damit kann man Astralis erneut wieder etwas Probleme bereiten. Oh, Devil und Happy. Beide erfolgreich. Fast zeitgleich. Device geht in die Offensive. Kann Happy schnappen. Und jetzt kann er mit seiner VP da vielleicht nochmal eine bessere Position einnehmen. Aber seine Mates sind unterwegs Richtung lang. Ja, seine Gegner meine ich. Seine Mates natürlich auch. Kerrigan und Cypex versuchen so früh wie möglich da die Seite noch dicht zu machen. Das Problem ist, dass Cypex einfach auch Richtung B gucken muss. Er kann das nicht einfach so offen lassen. Gute Smoke. Hat Kerrigan auf jeden Fall verwundert. Und jetzt geht er vielleicht in den Split. Schöner Frag von MBK. Und Cybex hört jetzt, dass hinter ihm was kommt. Hört er nicht? Doch. Aber NBK wieder schneller. Damit ist die Runde wahrscheinlich auf das Konto von NVS. Und Device wird da gar keinen guten Grund mehr haben, um noch ranzugehen, um seine Waffe zu riskieren. Die Chancen, dass er diese Runde noch holt, sind ziemlich gering. So, die Situation ist folgendermaßen. Device hat 3000, das heißt, er kann nächste Runde eine Waffe legen, wenn er diese AWP jetzt hier durchbekommt und dann wird man definitiv kaufen. Cajun kann selbst zulegen, Dupree auch im Zweifelsfall, dann bräuchte nur einer mit Farmers oder mit Pistol spielen, also ist das dann okay. Aber Grundvoraussetzung ist, dass Device hier seine AWP durchbekommt. Was? Jawohl. Da war er sehr geduldig. Der MBK hat genau in seine Richtung geschossen, aber er hat es irgendwie geschafft, die Ruhe zu bewahren. Kenny S. Jawohl. Schöne Entry. Und 4 gegen 4 relativ früh in der Runde ist für Astralis eher ein Problem, denn ihnen fehlt dann dieser wichtige Schieber. Cypex muss sich frühzeitig entscheiden. Warum man da Happy allerdings noch riskiert, weiß ich nicht. Denn man hatte einen guten Vorteil. Man hat diesen Vorteil gehabt, dass man Ideen unter Druck gesetzt hat, in eine oder in die eine oder andere Richtung zu verschieben. Und das war die Chance gerade. Jetzt kommen Kenny's Entry-Frag-Qualitäten wieder zum Vorschein. Wir haben uns vorhin drüber unterhalten. AWP ist auf Inferno eher schwierig einzusetzen, aber irgendwie kriegt Kenny S das hin.
gerade auf der T-Seite auch wertvoll zu sein. Cajun, schöner Move. Versucht direkt Richtung City-Base, Richtung kurz weiter zu schauen. Die Flöster ist nicht hundertprozentig. Dementsprechend kann Devil ihn aufhalten. Und da ist noch eine kleine Lücke. Kenny S ist down. Und es bleibt an Devil hier im 1-on-2. Flashen rechts und links in die Offensive gehen. Aber das reicht dann im Endeffekt nicht. Vielleicht kriegen wir unsere knappe Partie, die wir auf Train gerade gerne gesehen hätten. Vielleicht kriegen wir die ja jetzt. Es geht wieder dieses Spiel los, wollte ich gerade sagen. Aber stattdessen entscheidet man sich hier durch die Smoke durchzupushen. Molotov, Fiend oder her. Es geht einfach durch. Natürlich wird man ein bisschen AP einbüßen müssen. Cage und B. Kurz ganz gut im Blick. Jetzt wird es interessant. Die nächsten Sekunden entscheiden, ob er den Spot hier halten kann oder nicht. Hüpft runter. Jetzt hat MBK natürlich mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Aber Cage hat seinen Schaden schon gemacht. Und MBK, der hat den Triple schon zusammen und er müsste hier acen. Um die Runde nach Hause zu holen. Das wäre seine Chance gewesen, sich einen 1 gegen 1 zu arbeiten. Verfehlt die Weiß. Und jetzt bleibt ihm nur der Bombplant. Und die Hoffnung, dass er das so direkt ausspielen kann. MBK, der Headshot sitzt. Und er hat eine bessere Position. Eine super Hit hinterher. Das Ace für MBK. 8 zu 6 für Envers, weil MBK komplett eskaliert. Spielt das genau richtig aus, nimmt seinen Positionsvorteil, aber natürlich muss da am Ende nochmal so ein dickes Brett hinterher kommen. Boah. Ja, und damit hat er seine Jungs hier ganz gewaltig nach vorne geschossen, denn Astralis hat keine Geldreserven. Die müssen jetzt kaufen, was geht. Und die Runde war Gold wert. Die könnte hier das Spiel sogar gedreht haben. Kerrigan geht in die Offensive. Wird aber von Kenny S abgefangen. Die Weiß noch vorne. Die Zeit ist halt ganz gut für einen Schuss. Aber dann wird er unglücklich von seinem Mate über den Haufen geschossen. Man kann natürlich davon ausgehen, dass vielleicht da die ein oder andere Pumpgun im Gegner-Team ist. Deswegen wäre es gut, jetzt das Haus mehr oder weniger alleine zu lassen, damit man nicht in diese Pumpgun reinläuft. Da durfte er nicht mehr als einmal abdrücken können. Das hat Device. Er hatte Devil, das ist hier gestellt. Happy. Und dann hat Mustapex die Waffe quasi in die Hand gedrückt. Happy und Kenny S sind beide angeschossen. Also ein guter Hit. Könnte da beide picken. Aber Happy steht so, dass nur sein Kopf rausguckt. Das macht natürlich für Mustapex ein bisschen schwieriger. Das ist einiges an Smokes. Er hat aber so eine kleine Gasse, in der er unter Umständen durchkommt. Kenny S hat ihn gesehen, denke ich. Aber hat ihn nicht direkt getroffen. Ah, da kann Cypex absolut überhaupt nichts machen. 9 zu 6 Halbzeit-Spielstand. Es war diese eine Runde von MBK, die das Spiel hier zum Kippen gebracht hat. Es war dieses Ace, was sein Team hier in Führung gebracht hat. Und wenn sie jetzt eine vernünftige, gute CT-Hälfte hinlegen, dann haben sie gute Chancen, Astralis hier die zweite Map abzunehmen. Für die Dänen wäre es extrem wichtig, jetzt hier die Piste zu holen.
Da der Countdown läuft. Also, lasst uns loslegen. Ich will jetzt sehen, wie es aussieht. Mein Device ist gerade ernst. Dass er dann noch um die Runde kämpft, aber der Molotow sitzt nicht. Was könnte ihn unter Umständen dann mal das Leben kosten oder die Runde kosten, wenn er so einen verworfenen Molotow dort für die Bombe bereit hat? Auf die Frage, wie der so spielt, hier auf Inferno macht er eine hervorragende Figur. Gerade über die Piste hat er eine Menge Schaden gemacht. Und dann noch im späteren Verlauf ein, zwei Runden, die zu einem guten Teil auf sein Konto gingen. Also Hut ab, dass er sich so schnell hier einfindet. Jedoch im Scoreboard relativ weit oben. 13 zu 9. Der einzige, der über ihm ist, ist NBK. Und das aufgrund dieses Ace in der vorletzten Runde. Sonst würde er hier das Scoreboard anführen. Warte noch ab, ob da vielleicht eine Smoke nachkommt, aber keine Smoke unten in der Banane, dann braucht man den Turm natürlich auch nicht. Und der Mikkei ist gut geflasht worden, aber ich denke nicht, dass es gerade da durchzieht. Dann versucht einen Pick zu bekommen in der Banane und dann lässt man den Gegner erstmal machen. Vielleicht gibt es eine Gegensmoke oder sowas. Kanye ist ja die einzige Smoke im Lineup, das heißt, er wird dann nicht nachhelfen können. Es ist noch eine Minute auf der Uhr, also kein Grund für Astralis hier, die Sache übers Knie zu brechen. Man kann sich noch ein bisschen Zeit lassen. Und jetzt geht's durch Richtung B. Also nachdem da keine Granaten mehr gegenkommen und nichts, MK kriegt sofort einen Headshot. Die müssen versuchen, mehr Schaden zu machen. Wenn die beiden hier ohne Frag abtreten, dann ist es das höchstwahrscheinlich schon gewesen für die Runde. Apex ist immerhin schnell da. P2000 im Anschlag, kann verhindern, dass die Bombe gelegt wird. Das gibt nochmal extra Zeit. Der Pre will nicht ganz umfallen. Aber Apex hat seine Gelegenheit hier schon mehr als glücklich gelöst. Und jetzt heißt es Zeit rausspielen, bis Devil dort über die Banane kommen kann. Aber der will noch leise sein. Möchte sich nicht zu früh zeigen und das hat sich gelohnt. Frag gegen Apex, Devil erneut. Und dann gibt es die Möglichkeit auf dem dritten auch noch zu vierten, noch 8 AP und 8 Sekunden. Die Bombe liegt irgendwo im Brunnen, er findet sie nicht. So, dann kriegt Devil die Chance auf den dritten Headshot. Super Pistol von ihm, hat alles richtig gemacht. Hat sich nicht zu früh gezeigt, auch wenn seine Mates die Hilfe natürlich hätten gebrauchen können. Aber das war trotz allem optimal gelaufen. Und der Neue im Kader, der hat hier die zweite Pistol genauso entschieden wie die erste. Aber ja, letztendlich war es Apex auch in Beat, der zum großen Teil dazu beigetragen hat, dass das überhaupt möglich gewesen ist. Also wahrscheinlich 60% würde ich mal sagen, der Runde geht auf sein Konto oder vielleicht sogar noch mehr. Apex. Ohne Rüstung und nur mit Pistol jetzt ausgestattet, kann man natürlich nicht allzu viel im Duell machen, kann eigentlich nur versuchen den Gegner zu picken.
Schönes Diggi-Brett von Kerrigan. Aber der wird wieder sicher. Devil. Also, erneute Eco-Runde, erneute Sparrunde. Schöne Gegenflash. Ob man jetzt so offensiv spielen muss, sei mal dahingestellt, aber mit den MPs, da möchte man natürlich versuchen, dem Gegner auch ein bisschen was abzunehmen. Smoke sitzt, aber Kerrigan darf da keine Möglichkeit mehr haben, nochmal abzudrücken. Das könnte uns vielleicht für Happy schwierig werden. Das sieht gerade noch so rüber. Und Zapex ist irgendwie in den Sandkasten runtergekommen, aber das hilft ihm halt dummerweise auch nicht weiter. Denn Dupree kommt dann nicht mehr lebendig rüber. Die Bombe ist down, er muss also selbst in die Offensive gehen. Counter-Terrorists win. 12 zu 6. Es sieht hervorragend aus für Envias. Wenn Astralis jetzt nicht sofort den Einstieg findet, dann sind die Chancen ziemlich, ziemlich gering. Die nehmen sich die Zeit, hier das Haus einzunehmen. Also kein überhasteter Mitte-Push. Man wartet ab, ob man den Gegner findet. Cypex auch schon wieder darauf vorbereitet, dass er vielleicht jemand stehen könnte. Bisher ist er da leer ausgegangen. Jetzt wartet man darauf, dass Kenny S hier die Ansage macht, beziehungsweise einfach abdrückt. Und sobald Kenny S schießt, wird Apex sofort gegenflashen. Arbeitet man lieber zusammen, gegenflasht, it's good, aber Apex kann nur einen ausschalten, bevor der gefunden wird. Und Kenny hat währenddessen die Gelegenheit genutzt und ist auf den A-Spot geschoben. Vielleicht kann er von da mehr ausrichten, hat aber sich ein bisschen verschätzt und Kerrigan hat ein leichtes Spiel mit AWP, die völlig unverbreitet da steht. Zweiter Fake für Kerrigan. Der A-Spot ist weg und ich denke, die Runde damit gleich hinterher. Für Happy gibt es kaum noch Angriffspunkte, hier den Spot anzugehen. Und er würde wahrscheinlich gut daran tun, sich einfach zurückzuziehen. Verliert seine Waffe und in dem Moment ist die nächste Buy-Round auch gefährlich. Und gefährdet. 4400 bei Apex. 1900, 1-1. Ich denke nicht, dass man da nochmal nachkaufen könnte. Das Problem ist, dass nächste Runde sowieso selbst nach einer Sparrunde das ein bisschen knapp sein könnte. Na, wobei doch, die eine würde reichen. Also eine Eco. Und dann könnte man halbwegs nachkaufen. Die Frage ist nur, ob man vielleicht die M4, die MBK da durchgebracht hat, lieber nutzen möchte. Aber ich glaube, mit weniger als zwei oder drei Waffen braucht man hier gar nicht erst anzufangen. Schauen wir uns mal an, wie sich Astralis aufstellt. Sind unterwegs Richtung Banane. Und das ist ziemlich schnell und effektiv. Bei der Gegenflash vermutet man natürlich einen Offensiv-Push, auch wenn es unwahrscheinlich wäre, dass da jemand so schnell durch den Molotov durchpusht. Und das ist interessant, dass sie den da so aggressiv Richtung B vorgehen.
Da hat man die eine Waffe, man hat keine Informationen darüber, wie viele da vielleicht stehen. Cajun hat sich in eine Position gebracht, wo man nicht mehr lebendig rauskommt, wenn man erstmal festgenagelt wird. Und NBK kann fleißig dort noch einen dritten absahnen. Das war fahrlässig von den Dänen, das war absolut fahrlässig, dass man ohne jegliche Vorinformationen einfach auf den B-Spot drauf pusht. Man weiß nicht, wo die M4 steht. Man weiß auch nicht, ob da vielleicht ein Stack zur Verfügung stehen würde. Auch das ist so eine Sache. Hätte ja sein können, dass Envias da drei Leute drauf hätte. Oder vier. Und das war eine Riesenkatastrophe. Man hat auch nicht so viel Geld, dass man das Ganze damit rechtfertigen könnte. Dass man eh nachkaufen kann. Ist eigentlich ungewöhnlich. Das sieht man bei Astralis meistens nicht, solche Fehler. Ja, das wird der Timeout sein. Das werden wohl die Dänen sein, die sich hier nochmal besprechen wollen. Ich kann es mir wirklich nicht ganz erklären, wie das passieren konnte. Weil man weiß, dass NBK extrem stark unterwegs ist. Man weiß, dass sein Aiming on point ist heute. Vor allem in dieser zweiten Map. Um den auf dem Baseboard zu vermuten, liegt jetzt auch nahe. Also ja, was soll man dazu sagen? Und die Dänen haben sich entschieden, trotz des geringen Geldes hier nochmal nachzukaufen. Also es bedeutet, einmal Galil, einmal UMP, einmal P, einmal Tech-9 und hier und dort fehlt die ein oder andere Granate. Nee, es wird schon von seiner Position verjagt. Es geht durch Richtung lang. Ich vielleicht saß. Kenny S ohne Gegenwehr. Apex geht in die Offensive. Ah, oh, findet Dupree auch noch. Schöner Move. Und es hängt alles davon ab, ob der will seinen Sandkasten noch verteidigen kann. Er wird wahrscheinlich so schnell kein Backup bekommen. Schöner Headshot. Die Bombe ist hinten auf dem Spot drauf. Die würde dann nicht mehr aufhalten können, aber Apex kann das. Und da hilft natürlich auch der Backstep von Device hier relativ wenig. 14 zu 7. Und die Franzosen haben eine grundsolide CT-Deckung. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es für Astralis hier ziemlich schlecht aussieht für die zweite Map. Geht um die Mitte-Kontrolle. Scheint hart umkämpft zu sein. Aber Envias hat den richtigen Mix an defensivem und offensivem Spiel hier gefunden, ohne großes Risiko, da die Mitte unter Kontrolle zu halten.
Ja, die weiß, dass er den gespottet, aber das hilft jetzt auch nicht wirklich weiter. Ich frage, ob sich MBK mit ihm anlegen möchte. Versuche die Schüsse rauszubaiten, damit MBK da recht schnell down ist. Die Gegner ist das auch gut, happy, aber nach einem Frag schon abgetreten. Und so gehen zwei Waffen in den Besitz von Astralis über. Unter Umständen können sie die Hardwix mitnehmen. Und Cybex muss natürlich so schnell wie möglich auf den Spot auf, er muss die Bombe planten. Irgendwo da hinten müsste eine Waffe liegen. Ja, jetzt ist Banane schon da, die Flash das auch. Und Apex mit zwei richtig schicken Runden in Folge. Und jetzt zwei schönen Frags. 15 zu 7, 8 Matchpoints. Und auch die gelegte Bombe wird an der fehlenden Waffenrunde hier bei Astralis sicherlich auch nichts mehr ändern. Man kann zumindest ein bisschen mehr kaufen. Einer AK bei Kerrigan ist dabei. Die Weiß könnte sich für die Galil entscheiden, wenn er möchte. Nein, bleibt bei der Tech-9 und vollem Equipment. Cypex noch mit AK. Ja, wenn jetzt hier nicht ein kleines Wunder passiert, dann sollte sich NBS die zweite Runde holen. Und da habe ich offensichtlich die Performance, die Inferno-Performance von NBS wieder ein bisschen unterschätzt. Die haben eine super Partie gespielt. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, hätte NBK nicht dieses Ace gemacht in der vorletzten Runde der ersten Halbzeit. Klar, das hätte was anderes sein können. Upsala. Den sollte Kenny eigentlich nicht verschießen. Kann halt passieren, ist aber immer unschön, wenn sowas in so einer wichtigen Runde passiert. Jetzt kann er, es hilft seinem Mate gut aus, hat das Risiko auch eingegangen, dass er vielleicht ihm seinen Kollegen ins Gesicht schießt, aber das hat wunderbar funktioniert. Durchgetackert mit der Tech-9 und dann gibt es obendrauf noch den Kill an Device, sehr sehr schön. Hat das wieder gut gemacht, dass er in der Mitte verschossen hat und das Endergebnis bleibt bei 16 zu 7. GG, well played.